for the atrocities. These are our friends, our neighbors. However, they should reconcile with their past. They should confess and recognize what happened. And this way we will renew our friendship, and we will work together with them and with all other peace-loving people throughout the world to make sure we are commemorating the 100th anniversary of the genocide that was committed against our people, which we call Seyfo in Syriac Aramaic, meaning the sword, during which we lost more than 500,000 of our Syriac-speaking Christians in the fall. Sehr geehrte Damen und Herren, das Interview haben wir in Englisch geführt. Es wird am Montag online gestellt. Es dauert insgesamt 11 Minuten. Der Patriarch richtet sich hier nicht nur an den Deutschen Bundestag aus Syrien, er richtet sich auch an die Türkei. Und bewusst nennt er auch die Türkei einen Freund. Ich stimme ihm zu, aus einem einfachen Grund. Was im Osmanischen Reich geschah, ist nicht das Verbrechen oder das Vergehen der heutigen Bevölkerung der Türkei. Es ist nicht das Verbrechen einer jungen Generation, auch in der Türkei, die nach einem Konsens sucht, nach einer Debatte. Ich spreche hier nicht von den politischen Vertretern. Genauso kann ich zum Beispiel nach Kriegsdeutschland nicht die Schuld für das geben, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber mit Deutschland haben wir ein Beispiel, wie man mit einer historischen Gegebenheit umgeht, die nicht nur viel Leid verursacht hat, der auch Millionen von Menschen zum Opfer fielen. Und wenn ich heute zum Beispiel Israel sagen würde, es tut mir leid, aber ihr dürft keine Debatte über den Genozid führen, dann wäre das paradox und kontraproduktiv für uns alle. Sehr geehrte Damen und Herren, als meine Eltern nach Deutschland kamen, hat mir mein Vater etwas über Demokratie beigebracht. Er sagte zu mir, in diesem Land kannst du frei denken, du kannst frei deine Religion ausüben und wichtig ist, du kannst frei sagen, was du möchtest. Ich sagte, irgendwann später wirst du begreifen, warum das so ist und du wirst das zu wertschätzen wissen. Nachdem ich aus Syrien zurückkam, wie Väter nun mal so sind, schimpfen sie mit einem und sagen, was machst du da, Junge? Das ist gefährlich. Dann habe ich gesagt, was hast du denn gemacht? Du hast mir den Wert der Freiheit beigebracht. Den Wert der Essenz der freien Meinungsäußerung. Und wenn Deutschland nicht die Möglichkeit gehabt hätte, nach dem Zweiten Weltkrieg die Vergangenheit aufzuarbeiten, dann hätten wir nicht dieses freie Land, wie wir es heute haben, das allem eine Heimat gibt. Eine Heimat, in der Menschen, unabhängig ihrer Religion, ihrer ethnischen Herkunft, frei leben können und sich frei äußern können. Und wenn ich heute das Wort an die Bundesregierung richten darf, in aller Freundschaft zu allen Nationen, dann möchte ich fragen, möchtet ihr den Wert dieser Freiheit, die Säule der Demokratie, das Recht, sich frei äußern zu dürfen, möchtet ihr das am 24. bei dieser Debatte aufopfern, nur aufgrund dessen, weil ihr wirtschaftliche Interessen habt und die Menschlichkeit hinten anstellt? Dieses Recht, sich frei äußern zu dürfen, jetzt, heute, frei das Wort in die Tat umsetzen zu dürfen, betrifft nicht nur Christen, Juden, Muslime, es betrifft jeden Bürger dieses Landes, weil es euer freiheitliches Recht ist, sich äußern zu dürfen. Letzten Endes gibt euch diese Freiheit die Möglichkeit, eine Umgebung zu schaffen, in der es uns allen gut geht und in der Frieden herrscht. Und wenn wir nach Frieden suchen, dann müssen wir die heutige Türkei auch fragen. Ist es nicht die Gesellschaft in der Türkei, eine junge Generation, die nach dem Dialog sucht, nach Frieden, in einem freundschaftlichen Konsens, wie es der Patriarch erwähnt hat?
Und das sollten wir einfordern, das sollte die Bundesregierung einfordern, nicht nur im eigenen Interesse, sondern im Interesse eines friedlichen Dialogs weltweit. Denn wenn wir diesen Dialog nicht angehen, werden wir einen weiteren Genozid sehen und noch einen und noch einen und noch einen, weil wir uns selber Denkverbote geben. Denkverbote, die es uns nicht erlauben, über die Gräueltaten eines islamischen Staates zu sprechen, der heute die Christen vernichtet, die Jesiden, aber morgen jeden freien Menschen in einen Zwangskorsett steckt. Und wenn er sich weigert, Muslime, Christen oder Juden oder Atheisten, dann wird ein weiterer Genozid stattfinden und nicht nur an den Menschen. Es wird ein Genozid, eine Freiheit der Menschen stattfinden, eine Freiheit, das Wort ergreifen zu dürfen. Und das ist das Ende unserer Freiheiten, wie wir es hier kennen. Vielen Dank fürs Zuhören.